Abschnitt 9.6, letzter Abschnitt, Gödels Beweis und Hilberts Gelächter. Gödel zeigte, dass jede formale mathematische Theorie, die widerspruchsfrei ist und die reichhaltig genug ist, um die Arithmetik zu umfassen, also um zu zählen und diese Zahlen 1, 2, 3 zu addieren und zu multiplizieren, dass die notwendigerweise unvollständig ist. Es gibt stets Aussagen, die unentscheidbar sind, also weder bewiesen noch widerlegt werden können. Und es gibt die Aussage, dass die Theorie widerspruchsfrei ist, die gehört dazu. Sie kann nicht innerhalb des formalen Systems hergeleitet werden. Gödels Beweis ist anspruchsvoll und viele Seiten lang. Ein ganzes Buch von Dirk Hoffmann widmet sich der Aufgabe, die Originalarbeit von Gödel, die 1930 in den Monatsheften für Mathematik und Physik erschienen ist, Satz für Satz durchzuackern. Das ist eine anspruchsvolle und zeitraubende Lektüre. Aber der Grundgedanke von Gödel ist von bestechender Eleganz. Gödel konstruierte im formalen System eine Aussage Groß G, die in unserer Interpretation besagt, Groß G ist unbeweisbar. Gödel zeigte rein formal, wenn G beweisbar ist, also herleitbar, dann auch nicht G und umgekehrt. Inhaltlich kann man sich das halbwegs plausibel machen, wie bei dem altehrwürdigen Paradox von dem Kreter, der behauptet, dass alle Kreter lügen. Man kann es sich auch veranschaulichen mit einer Tafel, wo auf einer Seite steht, was auf der anderen Seite steht, stimmt, und auf der Rückseite steht, was auf der anderen Seite steht, stimmt nicht. Aber Gödel zeigte, dass es neben dem semantischen Widerspruch einen rein syntaktischen in der formalen Theorie gibt. Wenn die Zeile G herleitbar ist, dann auch die Zeile nicht G herleitbar und umgekehrt. Also ist G nicht formal beweisbar, sofern das System widerspruchsfrei ist. Also gilt nicht herleitbar, dass G gilt. Das ist aber gerade, was G inhaltlich besagt. Daher ist G wahr. Wir verstehen auf der semantischen Ebene, dass G wahr ist, aber auf der syntaktischen Ebene ist es nicht herleitbar, also innerhalb des formalen Systems nicht beweisbar. Üblicherweise geht es in der Mathematik um Gleichungen, um Funktionen, Zahlen, Figuren oder solcherlei. Aber die Aussage, Groß G ist unbeweisbar, die scheint so gar nicht dazu zu passen. Aber ob jetzt eine Zeichenkette beweisbar ist oder unbeweisbar, das lässt sich ganz präzise formulieren. Und auch der suspekte Selbstbezug im Satz Groß G, der kann umgangen werden. Also nochmal, betrachten wir ein formales System, das reichhaltig genug ist, um die Arithmetik für Silvano-Axiome zu umfassen. Es ist in zweierlei Sinn unvollständig. Erstens, wenn es korrekt ist, ist es unvollständig. Korrekt und unvollständig beziehen sich da auf die Semantik. Korrekt heißt, dass nur wahre Aussagen hergeleitet werden können. Unvollständig heißt, dass manche wahren Aussagen nicht hergeleitet werden können. Die syntaktische Version, die Gödel bewiesen hat, die ist noch stärker. Wenn das formale System widerspruchsfrei ist, also für keine Zeile, für keine Zeichenkette Groß A gilt, Groß A ist herleitbar und nicht Groß A ist herleitbar, dann ist es nicht negationsvollständig. Es gibt also Zeilen Groß A, sodass weder A herleitbar ist, noch nicht A herleitbar ist. Gödel ordnete jeder Zeichenkette eine Zahl zu, die später als die Gödel-Nummer der Zeichenkette bezeichnet wurde. Jedem Zeichen
das im Kalkül vorkommen kann, wird eine natürliche Zahl zugeordnet. Wenn das Zeichen jetzt mit der Zahl J an der Kartenstelle der Zeichenkette steht, so bildet man die Primzahlpotenz PK hoch J, wobei PK die Karte Primzahl ist. Und schließlich multipliziert man alle diese Potenzen und hat die Gödelnummer. Normalerweise eine ungeheure, große Zahl. Und es ist klar, dass man aus dieser Zahl die ursprüngliche Zeichenkette wieder zurückgewinnen kann. Die Aussage groß G lautet eigentlich, die Aussage mit der Gödelnummer klein g ist nicht beweisbar. Und Gödel hat es so virtuos arrangiert, dass klein g gewissermaßen zufällig, wie er nicht ohne Ironie geschrieben hat, dass klein g gerade die Gödelnummer von der Aussage groß g ist. Das ist ein zauberhaftes Kunststück. Man kann den Zahlen nicht nur ansehen, ob sie die Gödelnummer von Zeichenketten des formalen Systems sind oder nicht und diese Zeichenketten dann aus den Zahlen wieder zurückgewinnen, sondern man erkennt auch rein arithmetisch, ob diese Zeichenketten Beweise darstellen oder nicht. Und wenn jetzt P, M, N bedeutet, dass die Zahl M Gödelnummer des Beweises von der Aussage mit Gödelnummer N ist, so kann man eine Zeichenkette groß G bilden, eine Zeichenkette, die voll ausgeschrieben viele hundert Seiten füllen würde, sodass für die Gödelnummer klein g von groß G gilt, dass P von M und G für keine Zahl M gilt. Daraus folgt die Unvollständigkeit. Ist die Aussage, die besagt, es gibt eine Gödelnummer y, so dass für kein x gilt das PXY, gilt, weil die Arithmetik konsistent ist. Sonst wäre ja jede Aussage beweisbar und damit auch die Aussage 1 ist gleich 0. Aber der Satz A impliziert G, A Pfeil G, ja, der ist nicht nur inhaltlich wahr, sondern auch formal beweisbar. Also ist A nicht formal beweisbar, denn sonst wäre es G auch. Somit folgt aus dem Unvollständigkeitssatz, dass die Aussage, das formale System ist widerspruchsfrei, selbst eine unbeweisbare Aussage ist. Wohlgemerkt, sie ist unbeweisbar innerhalb des formalen Systems. Es ist durchaus denkbar, dass die Widerspruchsfreiheit auf andere Weise hergeleitet werden kann. Dass ein Axiomensystem unvollständig sein kann, das haben wir schon öfter gesehen. Die euklidischen Axiome ohne das Parallelenpostulat reichen zum Beispiel nicht aus, um zu zeigen, dass es durch jeden Punkt, zu jeder Geraden, die nicht durch diesen Punkt führt, genau eine Gerade gibt, die sie nicht schneidet. Oder, das wissen wir auch, die Axiome von Zermelo und Frenkel, die reichen nicht aus, um die Kontinuumshypothese zu beweisen. Das Bemerkenswerte an Gödels Unvollständigkeitssatz ist, dass er nicht nur für Peano-Axiome gilt oder für die Principia Mathematica, sondern für jede finite Axiomatisierung der Arithmetik. Stets gibt es einen wahren Satz, der nicht beweisbar ist. Nehmen wir diesen Satz als zusätzliches Axiom an Bord, dann gibt es neuerlich Sätze, die nicht beweisbar sind. Stets ist das Gewand des formalen Systems zu kurz, um die ganze Mathematik abzudecken. Blößen wird es immer geben, wie man das Gewand auch hin und her schiebt. Es gibt kein formales System, aus dem sich alles herleiten lässt. Oder krass ausgedrückt, Axiome gibt es nicht. Der Zufall wollte es, dass Gödel sein Resultat erstmals in Königsberg erwähnte, der Geburtsstadt von Hilbert, und dass dieser gerade am nächsten Tag dort zum Ehrenbürger ernannt wurde.
Aus Anlass der Feierlichkeiten hielt Hilbert eine Rundfunkansprache. Übrigens auch heute noch hörenswert ist. Diese Ansprache war ein Manifest von Hilberts grenzenloser Zuversicht. In seiner Ansprache zitierte Hilbert den Ausspruch des großen Königsbergers Immanuel Kant. Ich zitiere: Ich behaupte, dass in jeder besonderen Naturwissenschaft nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden kann, als darin Mathematik enthalten ist. Ende des Zitats. Und Hilbert schloss mit seinem Motto: Wir müssen wissen, wir werden wissen. Und danach hört man ein trockenes Auflachen Hilberts. Der Tontechniker hatte offenbar vergessen, rechtzeitig die Aufnahme zu unterbrechen. Fast zur selben Zeit meldete sich Gödel in der Abschlussdiskussion seiner kleinen Tagung zu Wort, um wie nebenbei anzumerken, dass es möglich sei, innerhalb der klassischen Mathematik Sätze anzugeben, die zwar inhaltlich richtig seien, aber im formalen System der klassischen Mathematik unbeweisbar. Damit war die Tagung beendet und die Teilnehmer schritten zum Mittagessen. Mit Ausnahme John von Neumanns, des Lieblingsschülers von Hilbert, hatte vermutlich niemand die Tragweite der Bemerkung von Gödel verstanden. Die erste öffentliche Formulierung seines Unvollständigkeitssatzes. Aber bald wurde klar, dass eine neue Epoche in der Beziehungsgeschichte von Mathematik und Logik angehoben hatte. Und da hatte sie es. Einer, der stets das Gegenteil behaupten sollte, war Ludwig Wittgenstein. Er verspottete die abergläubische Angst und Verehrung der Mathematiker vor dem Widerspruch. Wie kann man nach einem Widerspruch suchen, fragte Wittgenstein. Und wenn ein Widerspruch auftaucht, was soll's? Ich zitiere, würde denn dadurch, dass ein Widerspruch in der Mathematik aufgefunden würde, all das, was die Mathematiker seit mehreren Hunderten von Jahren gerechnet haben, plötzlich aufhören? Noch ein Zitat, ich möchte mich gegen den Popanz des Widerspruchs wehren. Die Formalisierung sei doch nur ein Spiel. Wenn sich herausstellen sollte, dass die Regeln des Kalküls zu einem Widerspruch führen, so würde man eben neue Regeln dazu nehmen, die das ausschließen. Ich zitiere wieder, mit logisch erlaubt, logisch verboten, hat das nichts zu tun. Gödel und nicht wenige andere haben daraus geschlossen, dass Wittgenstein weder Hilberts Programm noch Gödels Beweis richtig verstanden hatte. Vielleicht war es auch so. Aber Wittgenstein sah trotzdem die Sache im rechten Licht. Warum soll das erstaunlich sein? Beschrieb er nicht einfach, wie die Mathematik seiner Zeit mit dem Paradox von Russell zu Rande gekommen war? Und noch mit jedem scheinbaren Widerspruch zu Rande gekommen ist? Mathematik ist, wie jede menschliche Tätigkeit oder Lebensform, um mit Wittgenstein zu reden, einer stetigen Entwicklung unterworfen. So Wittgenstein im Originalton, das ließe sich auch so ausdrücken, es gibt immer noch Zeit genug, mit einem Widerspruch fertig zu werden, wenn man auf ihn stößt. Und dann weiter, ziemlich großartig, der Widerspruch könnte als Wink der Götter aufgefasst werden, dass ich handeln soll und nicht überlegen. Von wegen Wink der Götter, dieser Ausspruch hätte ein Motto des Weiland kaiserlich-königlichen Offizierskorps sein können, das der Ex-Leutnant Wittgenstein hier von sich gibt. Bei Widerspruch handeln, nicht lang überlegen. Dankeschön.